Herzlich willkommen, geschätzte Gäste, bei Börsenhof TV. Programmübersicht: Papyrusmuseum, Globenmuseum und Spaßlabor, Eselsbrücke. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bei Ihrer Weihnachtsfeier im Börsenhof begrüßen dürften. Im Urlaub sind wir oft unterwegs, um neue Ausflugsziele für unsere Reisegruppen zu besichtigen und danach vielleicht ins Programm aufzunehmen. In Wien hat es eines gegeben, da habe ich mir gedacht, naja, das kann nicht besonders interessant sein, das Papyrusmuseum. Und dort befinden wir uns jetzt im Film gerade. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, dass das doch interessant ist. So schaut so eine alte Papyrusrolle aus. Das Schreibmaterial Papyrus ist etwa 3000 vor Christus in Ägypten erfunden worden. Wegen seiner Handlichkeit war es später bis etwa 1000 nach Christus in Verwendung. Zur Herstellung wurde der dreieckige Stängel der Papyruspflanze in Streifen geschnitten und in zwei Schichten zueinander gelegt, geklopft, gepresst, getrocknet und mit Bimsstein geglättet. Und da sieht man gerade im Bild, da beschwert sich eine betrogene Ehefrau auf Arabisch. Ja, es ist ziemlich interessant, wenn da diese Fragmente der Papyrusrollen übersetzt werden. Da schaut's mal, die Safra hat sich über ihren untreuen Ehemann beschwert. Ja, die ältesten Dinge, die es dort zu sehen gibt, sind ägyptische Totenbücher. Man muss sich vorstellen, 2500 bis 3000 Jahre vor Christus. In Wien gibt es ja wirklich irrsinnige viele Museen und manche habe ich mir gedacht, die brauche ich mir gar nicht anzuschauen, so wie dieses Papyrusmuseum. Da bin ich jetzt schon drauf gekommen, dass das sehr interessant ist. Aber ein weiteres, wo ich mir auch gedacht habe, das kann doch nichts Besonderes sein, das Globenmuseum in Wien. Ja, das ist eine der bedeutendsten Globensammlungen der Welt. Wirklich erstaunlich, was da alles gibt. So ein altes Modell. Und die verschiedensten Globen. Die Räumlichkeiten sind teilweise sehr schön, wo dieses Museum untergebracht ist. Ja, da gibt es die verschiedensten Themengloben, wie zum Beispiel die Sternzeichen und Reliefgloben und auch Mondgloben. Also wirklich, finde ich sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch das an. Das Globenmuseum in Wien. Börsenhofs Spaßlabor. Herr Sepp, wie kann man sich das kunsthistorische Museum und das naturhistorische Museum, wie kann man sich das merken? Welches ist das linke oder das rechte? Ah, da gibt es eine ganz gute Eselsbrücke, muss ich da sagen. Im kunsthistorischen, so merkst du das am besten, im kunsthistorischen geht es um Kunst und Kultur, das ist näher an der Oper. Ja. Und im naturhistorischen, da sind ja die Viecher drin, das ist näher am Parlament. Merke ich mal jetzt.
3. Dezember sind wir nun nach dem Urlaub wieder in Betrieb. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei einer Weihnachtsfeier besuchen würdet. Jede Woche spätestens Sonntag oder Montagabend die neuen Börsenhof-Bilder und jeden Donnerstagabend Börsenhof-TV-Film neu. Eine schöne Woche wünscht euch das Börsenhof-Team.